So, jetzt wird es aber auch Zeit. Vielleicht kennen Sie diese Tage, an denen alles anders läuft, als Sie es geplant hatten. Heute Morgen, 10 Uhr, Flughafen Tegel. Circa 80 Personen sitzen am Gate bei Air Berlin und schauen immer wieder auf diese Tafel, was sich da oben verändert. Irgendwann springt eine Person auf, und das habe ich wirklich noch nie gesehen. Alle rennen hinterher, weil die irgendwie dachten, da muss ich jetzt noch mit, ich gehe mal auf Nummer sicher. Man weiß ja sowieso nicht, ob das klappt. Kurzer Tumult, alle setzen sich wieder, alle sind ganz entspannt. Allerdings immer noch mit diesem leichten, verzerrten Gesicht, mit dem Blick auf diese Anzeigentafel. Körpersprache. Irgendwann steigen wir tatsächlich ein, sitzen im Flugzeug, und es war so herrlich zu beobachten, wie sich alle entspannen, wie alle daran glauben, dass sie jetzt gleich tatsächlich nach Stuttgart fliegen. Und das war eine Kommunikation, die mal ganz anders stattfand. Es war nämlich sehr ruhig in diesem Flugzeug, bis eine sehr motivierende Durchsage kam. Eine Durchsage des Flugkapitäns, der sich auch noch dabei versprach, der sagt: Meine lieben Fluggäste, herzlich willkommen auf dem letzten Flug nach Stuttgart. Er hat es wohl dann irgendwie gemerkt, sagte, auf einem der letzten Flüge nach Stuttgart. So, das heißt, wir konnten uns annähernd sicher sein, dass es keine Ehrenrunde gibt oder Ähnliches, sondern dass wir einfach ankommen. Ja, und ich bin froh, dass ich jetzt endlich hier mit Ihnen sprechen kann über ein Thema, das mich umtreibt, ein Thema, das mich aus ganz persönlichen Gründen zutiefst innerlich bewegt und das mich immer wieder fasziniert. Sag es einfach emotional, Gefühl schlägt Verstand in jeder Kommunikation. Das ist mein neues Buch. Es geht um nichts anderes als um Sales-Rhetorik für Verkäufer oder ganz allgemein gesagt emotionale Kommunikation für jedermann. Den ganzen Tag haben Sie schon so viele tolle Impulse gehört hier. Den ganzen Tag haben wir miteinander kommuniziert. Die Frage ist, wann haben wir uns das letzte Mal wirklich Gedanken darüber gemacht, über unsere Sprache, über die Art, wie wir kommunizieren, was wir da tun, was wir da anrichten. Vorhin sagte mir jemand, naja, Verkaufstraining, was die sonst so machen, das sind doch diese Trainings mit diesen Videorollenspielen, wo man da vor die Kamera muss. Und ich sehe sofort leichtes, verzerrtes Gesicht wieder überall. Das mögen wir irgendwie nicht, ne? Und da sagte er zu mir, naja, dann rede ich doch lieber mit dem Kunden persönlich, da kriege ich nicht so ein Feedback. Da sage ich, naja, ist das wirklich gut? Der Kunde ist auch eine Kamera. Nur während die Kamera Ihnen Material liefert, das Sie nachher mal sehen, wie Sie wirken, wie Sie sich anhören, ich sage immer, was die anderen Menschen zumuten, vielleicht, im Positiven wie im Negativen. Der Kunde wird es Ihnen nicht verraten. In den wenigsten Fällen seien Sie froh, wenn der Kunde offen mit Ihnen spricht. Wenn der Kunde Ihnen Feedback gibt, falls Sie diese kleinen, feinen Signale nicht erkennen, auf die es wirklich ankommt. Warum emotionale Kommunikation? Warum sogar letztendlich emotionale Sales-Rhetorik? Ganz einfach. Es ist nicht meine Erfindung, sondern heute weiß man, die Hirnforschung sagt uns das ganz eindeutig, dass Emotionen nicht irgendetwas sind, was wir mal haben. Das ist noch gar nicht so lange her, so vor 20 Jahren, haben wir gesagt, naja, wir Deutschen sind sehr sachlich, sehr rational, und dann gibt es da noch so die Emotionen, und das wurde oft gar nicht als so positiv angesehen. Heute weiß man, das stimmt einfach nicht. Ohne Emotionen passiert gar nichts. Meine Lieben, die Hirnforscher sagen ganz klar, keine Emotion, keine Entscheidung. Das kennen wir alle, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir etwas wirklich wollen, und das ist nichts anderes als eine Emotion, dann tun wir alles Mögliche dafür. Wenn wir etwas nicht wollen, dann lassen wir alles Mögliche dafür. Keine Emotion, keine Entscheidung. Keine Emotion, kein Umsatz für uns Verkäufer. So sieht es aus. Die Frage ist, ist das wirklich so oder ist das jetzt einfach der große Trend? Ich habe gerade vor wenigen Tagen auf dem Titelblatt eines großen Magazins wieder so gelesen, das Geheimnis des Charisma. Was das so alles ist und was das mit uns macht und wie viel das bewirkt. Jeder kennt dieses Wort und die wenigsten von uns wissen wirklich, was das ist. Eines ist ganz klar.
Wir kommunizieren den ganzen Tag und emotionale Kommunikation, die wir so oder so praktizieren, wir haben gar nicht die Wahl, nicht emotional zu sprechen, findet auf allen Ebenen statt. Sprache, Körpersprache, selbst in unserer zunehmenden schriftlichen Kommunikation findet Emotion statt. Sobald Sie mit anderen Menschen sprechen, strahlen Sie etwas aus. Die Frage ist, und das bitte ich Sie, sich jetzt selber mal kurz zu fragen, was wollen Sie ausstrahlen? Die Frage ist, was wollen Sie ausstrahlen? Wissen Sie, was das Beste ist, wenn Sie das ausstrahlen, was Sie auch gerne ausstrahlen wollen? Allzu oft strahlen Menschen etwas aus, was sie gar nicht wollen, ohne es zu merken. Letztendlich zeigen wir uns sowieso eindeutig, und ich glaube, jeder von Ihnen kennt diesen berühmten ersten Eindruck. Der erste Eindruck, ein so, wie ich finde, erfolgsentscheidender Augenblick. Da passiert ganz viel. Und worüber wir jetzt reden ist, warum kennt unser Gehirn nur Freund oder Feind? Warum versteht unser Gehirn diesen Satz mit diesen berühmten drei Wörtern, den wir Menschen sagen, die wir sehr gerne haben? Ich liebe dich so gut. Warum gibt es nicht die Realität Ihres Gesprächspartners, sondern nur die subjektive Realität, ob er Sie mag oder nicht, und daran entscheidet, ob er Ihnen weiter zuhört, ob er offen für das ist, was Sie wollen, oder ob er längst abgeschaltet hat? Emotionen sind kein Luxus. Emotionen waren für unsere Vorfahren, und da kommen wir her, da kommt auch unser Gehirn her. Ein pures, instinktives, reflexartiges Instrument zum Überleben. Nichts anderes. Stellen wir uns Männer mal kurz vor, wir haben damals unseren Job gemacht, wir sind morgens raus aus der Höhle und da hatten wir zu tun, jagen. Und wissen Sie, was die Hauptaufgabe war? Nicht das Jagen, sondern die Beute nach Hause bringen. Was brauchten wir also? Möglichst selten selber der Gejagte zu sein. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn die Neandertaler zum Beispiel damals schon sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hätten, ach, da kommt da was auf mich zu, das ist riesengroß, das ist ein bisschen zottelig, bestimmt 3 Meter, läuft sehr schnell, läuft genau in meine Richtung. Und Sie würden das, Ihr Gehirn würde das jetzt weiter so zulassen. Dann würden Sie stehen bleiben, ohne rechtzeitig entscheiden zu können, ob Sie Jäger sein können oder der Gejagte, sprich Beute sind. Zum Glück haben wir da alle einen sehr schönen Automatismus bei uns im Gehirn. Den haben Sie vielleicht schon mal selber erlebt, das ist nicht immer angenehm, oder bei anderen. Das erleben Sie zum Beispiel, wenn Sie in irgendeine Form der Angst kommen, Prüfungsangst, Lampenfieber. Da fragt man sich oft, sag mal, kaum verlasse ich die Prüfung, weiß ich die Antwort wieder. Oder wenn Sie vor einer versammelten Runde mal irgendwie verbal angezählt werden vom Chef, vom Kollegen. Und da wollen wir alle dann so eine ganz tolle, schlaue Antwort geben und wundern uns, warum es nicht geht. Und dann gehen wir raus und sagen, ja, gehen wir raus, setzen uns, sagen, ja jetzt, also jetzt hätte ich eine Antwort. Also jetzt hätte ich es ihm aber gezeigt. Nur wissen Sie was? Das ganze Leben ist Timing, das nützt nichts mehr. Und was ist passiert? Das ist keine Krankheit, das ist ein ganz normaler Automatismus unseres Gehirns. Sobald unser Gehirn Gefahr wittert, wir in einen Angst- oder zu großen Stresszustand geraten, schaltet es alle kognitiven Bereiche ab. Großhirn, Frontallappen, alles weg. Aus einem ganz einfachen Grund. Was sollen wir machen, wenn es darauf ankommt, wenn es ums Überleben geht? Denn dafür ist unser Gehirn gebaut worden, ist ein Überlebensorgan. Wir sollen genau einen unserer 3 Grundreflexe nutzen. Angriff, Flucht oder Starre. Sie sollen Ihr Gegenüber nicht bewerten, ob es Ihnen gefällt oder nicht gefällt. Sie sollen entscheiden, greife ich an, haue ich ab oder verhalte ich mich ganz ruhig in der großen Hoffnung, übersehen zu werden. So, das begleitet uns bis heute. Wie viele andere Dinge auch. Unser Gehirn ist zum Beispiel ein herrliches Organ, das ganz wenig Energie verbrauchen will. Wussten Sie, dass Sie, wenn Sie wirklich viel, viel, viel geistig tun, bis zu 25% Ihrer Gesamtenergiezufuhr dort hineinstecken?
Das will unser Gehirn allerdings nicht auf Dauer, sondern es möchte energiearme Zustände. Wir nennen das neudeutsch auch Gewohnheiten. Wir bilden unheimlich gern Gewohnheiten, weil wir dann ganz wenig Aufwand brauchen, um das Ganze zu wiederholen. Gewohnheiten sind gut, solange sie nicht schädlich für uns sind. Und jetzt kommen wir, jetzt schließt sich der Bogen zur Sprache. Wir alle haben das mal gelernt zu sprechen. Mehr oder weniger einfach, leicht, mit viel Stolperei. Und dann denken wir, wir können das. Und wofür ich Sie heute ein wenig sensibilisieren möchte, ist einfach, sich mal wieder zu überlegen, wie spreche ich? Wie wirke ich auf andere? Wann habe ich einem anderen Menschen, mit oder ohne Worte, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert? Wann habe ich ihn wirklich berührt? Wann habe ich einen Kunden mitten ins Herz getroffen mit dem, was ich sage? Wann habe ich ihn wirklich gefesselt und begeistert, dass er mit mir zusammenarbeiten will? Ich übertreibe jetzt mal, verkaufen ist out. Kaufen lassen ist das, worauf es ankommt. Kaufen lassen ist der psychologische Zusammenhang. Ihr Gegenüber entscheidet, ob Sie Verkäufer sind, Führungskraft oder in der ganz normalen Alltagskommunikation. Ihr Gegenüber entscheidet in Sekundenbruchteilen über Freund oder Feind. Und das hat sehr viel mit Kommunikation zu tun, nämlich was Sie ausstrahlen. Ausstrahlung ist Kommunikation. Charisma ist Kommunikation. Nichts anderes. Und wissen Sie, was Ihr Gegenüber macht? Machen Sie übrigens auch. Können wir gar nicht anders. Und das zutiefst unbewusst. Wir machen einen Glaubwürdigkeitscheck. Wir können Sie da ganz einfach erklären. Der Neandertaler sieht einen anderen Neandertaler auf sich zukommen. Einmal ganz entspannt, ganz lässig. Scheint alles okay zu sein. Situation 2. Der Neandertaler sieht einen Neandertaler auf sich zukommen. Eine einzige Änderung. Der lächelt ihn auch freundlich an. Nur die Hand ist hinter dem Rücken. Und das mögen wir heute nicht. Es hätten doch Blumen sein können. Wahrscheinlich war es was anderes. Und wissen Sie, was die beiden Situationen unterscheidet? Das Gehirn sagt in dem ersten Fall, alles stimmig. Wie er schaut, die Mimik ist entspannt, die Körpersprache ebenso. Und vielleicht die ersten, heutzutage die ersten Worte auch. Im Fall 2 ist die Mimik vielleicht auch freundlich, allerdings niemals entspannt, denn wenn Sie was Böses wollen, sind Sie nicht entspannt. Und das Gehirn sagt, wenn nur eine einzige Sache nicht passt, Feind. Da ist das Gehirn ganz nachtragend. Das heißt, das erleben wir so häufig, wir haben jetzt wieder mehrere Wahlkämpfe hinter uns, da konnten Sie das herrlich beobachten, zwischen dem, was Menschen gesagt haben und dem, was sie ausgestrahlt haben. Und sobald, und das passiert unbewusst in Ihnen, Sie da einen Widerspruch spüren, irgendetwas, was nicht passt, ist das Gegenüber für Sie nicht authentisch, nicht glaubwürdig. Das können Nuancen sein. Wussten Sie, dass bis zu 90% all dessen, was Sie wahrnehmen, was Sie sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken und wer weiß, was es noch alles gibt, können, dass das alles unbewusst und damit hochemotional verarbeitet wird? Das sagt jedenfalls die Hirnforschung, das Neuromarketing. Das kann man ja sagen, na gut, da bleiben wir jetzt noch 10% für Dinge, die ich bewusst tun kann. Und selbst da sagt man uns, auch die letzten 10% sind emotional vorbeeinflusst. Wie sagte neulich ein bekannter Hirnforscher, er sagte, das Gehirn ist die wohl beste Vorgaukelungsmaschine eines freien Willens. Und das ist in vielen Fällen wirklich so. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Warum nehmen wir uns für den ersten Eindruck nicht viel Zeit? Warum können wir nicht alles bewusst wahrnehmen? Geht einfach nicht. So komplex und wunderbar unser Gehirn ist, so einfach ist es dann auch wieder strukturiert. Wenn ich alles, was ich jetzt hier wahrnehmen könnte, zum Beispiel visuell bewusst wahrnehmen würde, könnte ich gar nicht reden. Aber Millionen Impulse pro Sekunde. Das heißt, es ist eine Schutzfunktion. Welche Lehren können wir daraus ziehen für die Kommunikation? Ganz einfach. Für die Kommunikation können wir die Lehre daraus ziehen, dass wir eindeutig kommunizieren müssen. Dass wir erst denken und dann sprechen sollten.
dass wir es dem anderen so leicht wie möglich machen sollten, uns zu folgen. Und vor allen Dingen, dass wir selber das glauben sollten, was wir anderen sagen. Das ist das vielleicht Entscheidendste. Weil dann sind sie automatisch authentisch. Wenn sie wirklich dastehen, mir hat das vorhin auch bei Sascha Lobo so gut gefallen, einfach mit einer gewissen Inbrunst. Der andere merkt, wir Menschen werden unglaublich hellhörig, wenn jemand vor uns steht, wenn wir mit jemandem reden, der nicht nur oberflächlich begeistert, sondern wirklich leidenschaftlich ist. Der uns in Wort und Tat zeigt, dass er das, was er sagt, wirklich meint. Und das ist vielleicht die Königsdisziplin. Wir müssen nicht